Mein Name ist Ulrike Zuball. Willkommen zur Zeichensetzung. In meinem letzten Video habe ich Ihnen versprochen, vor der Sommerpause Sommergedichte vorzustellen. Leichtere Kost, Liebesgedichte, so habe ich gesagt. Als ich mir jedoch mein letztes Video angeschaut habe und das Gedicht von Lison Bock, ein Fluginsekt, das seine Kraft verloren hat, habe ich schmunzeln müssen, weil dieses Gedicht ist nun wirklich keine leichte Sommerkost, sondern eigentlich beginnt sie sehr meditativ, sehr ja, einnehmend und endet dann in einem absoluten Grusel- und Horroreffekt. Heute freilich möchte ich Ihnen ein Sommergedicht vorstellen, das wirklich ein herrliches Sommergedicht ist, ein wunderbares Liebesgedicht, und es stammt von der großen Dichterin Ingeborg Bachmann. Es heißt Römisches Nachtbild. Ich möchte es Ihnen zuerst vorlesen und dann möchte ich mit Ihnen dieses Gedicht ein wenig näher anschauen. Römisches Nachtbild. Wenn das Schaukelbrett die sieben Hügel nach oben entführt, gleitet es auch, von uns beschwert und umschlungen, ins finstere Wasser, taucht in den Flussschlamm, bis in unserem Schoß die Fische sich sammeln. Ist die Reihe an uns, stoßen wir ab. Es sinken die Hügel, wir steigen und teilen jeden Fisch mit der Nacht. Keiner springt ab. So gewiss ist's, dass nur die Liebe und einer den anderen erhöht. Als ich vor fast einem Jahr mit diesem Literaturkanal begonnen habe, kam als erstes ein Gedicht von Ingeborg Bachmann, Die große Fracht. Ich liebe diese Dichterin, diese österreichische Dichterin. 1926 ist sie geboren. Ich kann sehr viel mit ihren Gedichten anfangen. Ich maße mir nicht an, ihre Gedichte bis ins Kleinste zu verstehen, aber ich kann immer mit ihren Gedichten etwas anfangen. Sie hat Philosophie studiert, sie ist eine sehr intellektuelle Dichterin, aber dennoch sind ihre Gedichte immer äußerst bildreich und man hat eine Vision vor Augen, mit der man arbeiten kann. Das Gedicht Römisches Nachtbild ist 1956 erschienen in dem Gedichtband Anrufung des großen Bären. Sie hat damals in Italien gelebt, an verschiedenen Orten, unter anderem in Rom, und sie hatte eine intensive Arbeitsbeziehung mit Hans-Werner Henze. In den letzten Jahren ist publik geworden, dass Bachmann sehr viele Beziehungen zu sehr vielen Männern gehabt habe. Bekannt ist ihre Liebesbeziehung zu Paul Celan, zu Max Frisch. Aber eine Biografin von ihr, Ina Hartwig, hat 2017 in einem Buch beschrieben, dass Ingeborg Bachmann ein sehr exzessives Liebesleben gehabt haben muss. Und das schon in den 40er Jahren. Hartwig hat das als pasolinihafte Seite beschrieben von dieser Dichterin, der ganz offensichtlich Sexualität sehr wichtig gewesen ist. Man kann sagen, so wichtig wie eine Droge, wie die anderen Drogen in ihrem Leben, die so eine so große Rolle gespielt haben. Der Alkohol, die Tabletten und auch die Zigaretten. Und an diesen Drogen ist sie ja wohl auch zugrunde gegangen. Sexualität ist in ihren Gedichten spürbar als Erotik, äußerst sublimiert. Sexuelle Erfüllung wird überhöht, wird transzendiert als die Liebe, als Ideal, so wie wir es in der Philosophiegeschichte des Abendlandes kennen, seit Platons Symposion
indem er beschreibt, wie Sokrates über die Liebe gesprochen habe. Diese sublime Sexualität transzendiert ins Ideal, finden wir auch in diesem Gedicht. Schauen wir es uns näher an. Es ist ein Bild, das sich uns sofort vor Augen stellt. Eine Schaukel, ein Schaukelbrett. Auf beiden Seiten verteilt sitzen Mann und Frauen und sie schaukeln. Der Hintergrund ist die Stadt Rom, die sieben Hügel dieser Weltstadt und der Fluss Tiber, das finstere Wasser. Und es wird beschrieben, diese Schaukelbewegung, dieses unaufhörliche Auf und Ab, die Menschen, Mann und Frau, die das Schaukelbrett umschlingen und wie Kinder spielerisch auf und ab bewegen. Einmal sind sie unten und dann sind die Hügel ganz hoch oben. Und in dieser Bewegung nach unten gehen sie so tief, dass sie bis auf den Grund in den Flussschlamm des Flusses Tiber geraten und die Fische sich in ihrem Schoß versammeln. Sie werden eins mit dem Fluss, stoßen sich ab in die Höhe und die Hügel sinken und die Menschen steigen in den Nachthimmel über Rom und verteilen die Fische in den Nachthimmel. Eine unaufhörliche Bewegung, die in den letzten Zeilen allegorisch ausgelegt wird und die Bewegung des Auf und Abs in einer Liebesbeziehung beschreibt. Diese wechselseitige Erhöhung, hier wird nur die Erhöhung beschrieben und nicht die Erniedrigung, auch sehr typisch. Aber diese allegorische Auslegung in den letzten Zeilen erinnert nochmal, dass das Gedicht formal ein Sonett ist. Zwei Vierzeiler, zwei Dreizeiler. Im Schluss immer sozusagen eine Schlussfolgerung, oft moralischer Art. Das haben wir sozusagen in dieser Hinsicht, auch in diesem Gedicht, mit dieser Überhöhung und allegorischen Auslegung in der letzten Terzine. Es ist eine sehr freie Behandlung der Form Sonett. Es ist in Prosa geschrieben, nicht gereimt, aber dennoch ist das so ein Anklang an die alte Gedichtform noch da. Ich finde es ein wunderbares Bild, die Liebe als eine Schaukelbewegung zwischen Mann und Frau zu beschreiben, unaufhörlich. Keiner springt ab, beide wollen diese Beziehung aufrechterhalten. Und das ist von ihr ganz, ganz herrlich beschrieben. Natürlich kann man dieses Gedicht auch in sexueller Hinsicht lesen. Und dann nimmt es eine sehr erotische Färbung an. Dann ist dieses Gedicht eine sublime Beschreibung einer sexuellen Begegnung zwischen Mann und Frau, die aufeinander schaukelnd sich auf und ab bewegen, wo sich der Samen des Mannes als Fischlein im Schoß der Frau wiederfindet und dieses Hochgefühl des Steigens und Fallens und sich mit der Welt, der nächtlichen Welt, der Welt dieser römischen Großstadt verbindend, sich vereinigend mit ihr, wie dieses Gedicht das beschreibt, das ist einfach großartig und wunderbar. Und für mich wieder einmal der beste Beweis dafür, warum ich diese Autorin so liebe.